Channel switched.
Moin, moin, die Kette. Ja, es spricht. Microphone Sound muted. Muted. Und es kann sogar gucken. Ich lasse das nur immer aus, wenn noch nicht so viele Leute da sind. Du spielst, so wie es aussieht, auch Eve? Oha, seit knapp über 10 Jahren, da kann ich nicht mithalten. Das ist lang, ununterbrochen oder mit Pausen? Ja, okay, kann ich verstehen. Wenn's Wetter ist, ne? Da möchte man noch ein bisschen mit den Kids unternehmen. So, das Ding ging mir nämlich schon die ganze Zeit auf dem Nerv. So, mal gleich in die zweite Pocket. Ja, ich habe eben mal wieder schön vergessen, den Shield Booster auszumachen. Deswegen ist der Energiespeicher gerade ein bisschen leer. Aber wir fliegen da in aller Ruhe hin. Und dann geht das gleich wieder. Das heißt also, aktuell bist du mit dabei. Was spielst du so? Kurzküche mit dich wundern, okay.
bauen und meinern. Ah, okay. Wirtschaftssim so ein bisschen. In einer Korb oder? War nur ein kleiner Test. Ja, ich habe selbst eine Sub gemacht bei mir. Hahaha. So, da geht der Energiespeicher ja gleich wieder.
Warp-Antrieb aktiv. So, wollen wir zwei anballern, bevor wir wegspringen. Und dann springen wir erstmal in Sicherheit. Vier Kilometer, können wir gleich weiter. Schnell die Kleinen wegballern, weil da macht sich auch eine Menge Schaden bereit. Ja, genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe auch meinen eigenen Korb. Ja, die Fricks sind für so einen Sniper immer recht flott dran, aber die Warden hier, die hauen die schon ganz gut weg. Die Drohnen-Skills habe ich fast alle oben. Können wir gleich mal reingucken. Da ist schon die erste Spider-Drohne.
Aber das machen wir mit den Hobgoblins, hoffe ich mal. Ob die Medium, also die Guard, die treffen. Ja, geht schon ein bisschen besser. Die Warden schießen halt vorbei, weil die für... Ne, treffen auch nicht mehr. Dann nehmen, machen wir sie mit der Hobgoblin weg. So, jetzt können wir wieder mit den Warden weitermachen. Ja, die sind einfach... Ja, Grußmissels, genau. Ich zeig dir gleich nach dem Fight mal das Fitting. Oder wenn es ein bisschen aufgeräumter ist, können wir da auch mal reingucken. Da kommt schon die nächste Spider-Drohne. Ja, die hat mich noch nicht auf dem Schirm. Erledigen sich von alleine. Also ich habe drin im Moment noch den Abalest mit den Inferno Cruise Missiles. Die Cruise Missile 5, um dann die Tech 2 Geschichten zu nutzen, brauchen noch 7 Tage. Dann geht der Raketenschaden noch anständig hoch. Das ist jetzt noch eher mau, also wenn man guckt, 926 DPS mit den beiden Drohnen, und wenn ich die Gecko raushole, sind es 1100 oder so. Ja, genau. So, sie kommt doch nicht ran. Dann bewegen wir uns mal ein bisschen hin. Hast du direkt mit Minern und Industrie so angefangen oder hast du auch andere Sachen ausprobiert? Moin, Baron. Heute ist der Stream mal ein bisschen früher, weil ich noch ein bisschen GOT gucken will. Geht ja für mich noch mal ein bisschen wieder mit der Staffel 7 beschäftigen, bevor anderthalb Tage oder so geht das los, ne?
einem Modul sind die Ladungen ausgegangen. Ja, oh, oh, oh. Anhalten, Spider-Drohnen. Ja, PvP habe ich jetzt so meine ersten Schritte gemacht. Die waren weniger erfolgreich, aber ich glaube, das gehört auch so dazu, dass man an seinen eigenen Skills nicht die Bücher, sondern an seinen eigenen persönlichen Fähigkeiten da ganz schön trainieren muss. Ich habe so ein bisschen Warfare gemacht, also habe mir einen extra Alpha gebastelt und habe da mal so ein bisschen rumprobiert, aber bin jetzt schon häufiger geplatzt. Aber macht irgendwie Spaß. Ja, meinen, wenn man das richtige Schiff hat, kommt auch ganz schön was rum, oder? Achso, ich habe mir noch ein, für die, die schon so ein bisschen meine Schiffe kennen, noch eine Gila zusammengebaut. Aber können wir nachher mal gucken, wenn ich die Mission abgebe. Und dann kann ich dir auch das Fitting hier von dem Schiff zeigen. Ja, meinen ist auch nicht so meins. Aber habe ich auch mit angefangen. Ich glaube, in meinem zweiten oder dritten Stream hat mich ja direkt einer weggesniped, weil ich da noch nicht abgeblendet hatte, wo man so ist und so. Naja, und da gab es dann kurz mal einen Einschlag und da war meine Reihe erledigt. Ah, hi, Matt Hell. Ja, so wie gesagt, PvP, so die ersten Gehversuche habe ich unternommen, und also Fraktionskrieg, aber mit einem extra dafür angelegten Alpha, weil ich es mir hier nicht keinen Bock habe, mich an meiner Heimatbasis wegschießen zu lassen. Mit dem Charakter hier und Abyss habe ich mal ein bisschen ausprobiert. Ist auch ganz witzig. Mit dem geeigneten Schiff, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe das erste Mal mit einer Vexor jetzt ausprobiert gehabt.
Und mal gucken, wie ich da weitermache. Ja. Mal gerade, ob ich den Kill von heute. Heute haben sie mich auch so richtig schön genatzt. Nebenbei noch mal aufs Spiel achten hier. So, dann machen wir erstmal das zu Ende. Ja, ich habe gestern sogar von Twitch eine Einladung oder die Voraussetzung zum Affiliate geschafft. Und ich glaube, das heißt, dass man jetzt hier Subs machen kann. Und dann ist der nächste Schritt der Weg zum Partner. Aber da muss man, was weiß ich, 75 gleichzeitige Viewer haben und was weiß ich nicht alles. Also das ist mit so einem Spatenkanal, glaube ich, nicht machbar. Ja, genau. Hi, Charor. So, Drohnen sind wieder drin. Machen wir eben das letzte Gate.
Was jetzt auch ein Vorteil ist, ich konnte einstellen, dass die Differenz, also für die Interaktion etwas schneller ist, also dieser Zeitversatz. So, jetzt warten wir eben nur noch den Cooldown ab. 2 Minuten. Bis dahin ist der Akku wieder voll oder die Energieversorgung und dann springen wir. Ich glaube, müsste das letzte Gate sein jetzt. Und Charo, du spielst auch Eve? Keine Ahnung, was hier so drin ist. Wir können ja mal. Dann zieht sich das nur so. Im Stream loote ich eigentlich nicht wirklich, weil das dann halt relativ träge wird. Ne? Ich habe zwar so eine. Mobile Tractor Unit. Aber wir können ja mal ein, zwei anziehen und gucken, was da so drin ist. Oder warte mal, ich kann noch mal schnell in oh. Ah, doch, das könnte sich lohnen. Hier steht, dass es fast 50 Millionen sind und irgendwelche von den Elite-Teilen droppen wohl wertvollere Sachen. So, all dieweil, genau, übers Fitting wollten wir gucken. Ich habe hier die Anti-Thermal Defense und noch eine Defense drin. Dann den Shield Booster, Afterburner, das Large Micro Jump Drive, eben ne, rein, wegspringen, in Ruhe abballern. Thermal Field und Kinetic Field und die anderen beiden habe ich ne, also EM und Explosive habe ich immer dabei. Wenn ich denn dann irgendwo rumflitze und Missionen mache und dann Tracking Link mit Range Script, Ballistic Control, Co-Prozessor 2 und dann 4 Damage Amplifier. Und da, wie gesagt, jetzt im Moment noch die Arbalest und dann normale Inferno Cruise Missiles. Aber 7 Tage. Bist du denn online? Kannst gerne salvagen. Könnte sich wirklich lohnen. Also im hier steht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ja, so könnte es gehen. Ne? 48,7
Millionen. Schon nicht ganz schlecht, ne? Ja, wer mag, kann auch, wer online ist und Eve spielt, kann auch gerne in den Eve-Chat Diddleman joinen. Ich achte aber in den Streams eher auf den Twitch-Chat. Aber falls ich mal nicht streame und man mal zusammen was spielen will oder so, dann kann man da halt auch drin schreiben. Sind auch immer einige Leute da. Jetzt akut gerade nicht. Wahrscheinlich werden sie alle gerade Abendbrot essen oder irgendwo feiern sein oder was weiß ich. Was haben wir noch frei? Ja, glaube ich dir. Mad Hell. Aber dann hat es sich wenigstens gelohnt, oder? Fünf Milliarden, ja, das ist doch schon anständig. Von heute oder grundsätzlich von mehreren Tagen? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was man da so zusammenkriegt. Ist ja vielleicht auch mal für die anderen interessant. Waren ein paar Tage, okay. Ja gut, aber ich werde jetzt nicht alles looten. Das wird dann einfach zu, dann doch zu lame. Ich nehme das Ding mal wieder in den Frachtraum auf. Dann haben wir unsere beliebte. Jetzt habe ich den Overview. Na, können wir auch so. Ich habe heute umgestellt auf den Barcore Overview, muss mich da noch ein bisschen mit anfreunden. Na, ein bisschen was kriegen wir noch rein. Und dann. Machen wir uns mal in die letzte Pocket. Ich hoffe, dass es die letzte ist.
Ja, jetzt hier den letzten Bereich. Ist die letzte. Balgorn. Okay, gucke ich mir gleich mal an. Oh, hier muss ich mal kurz aufpassen. Schnell wir sie wegschießen können. Kriegen wir es weggetankt, glaube ich aber nicht, weil die hält das vom Cap her nicht lange durch. Na, da müssen wir uns so noch ein bisschen ranbewegen. Und diesen Ex-Elite, den sollte man, glaube ich, looten. Genau, ich hab den ja noch auf, ne? Benannt nach einem kinderfressenden Dämon der Legenden der Amar. Oh. Ja, ganz schön rostig. Nee, lackiert, aber sieht rostig aus.
letzten lassen wir die Drohnen machen. Und die Dinger baust du selber, da brauchst du wahrscheinlich echt. Oh, ich habe jetzt nicht geguckt. Was kostet so ein Ding? Gut geht. 225. So. Wo ist er, der Schurke? Warte mal, wir haben ja einen eigenen Tab. Irgendein Cargo-Container und dann dieser Elite. Mal den. Boah. Und die ganzen Brocken dafür, die baust du selber ab, die du brauchst. Wie gesagt, ich habe da, wenn die Fragen auch dämlich klingen, aber ich habe da überhaupt keine Ahnung von, wie das beim Industriespiel so ist. Na, wenn ich es mir so vorstelle, dass ich die ganzen Erze wegmine und was weiß ich was daraus Komponenten baue und dann aus den Komponenten dann irgendwie ein Schiff zusammensetze. Ah, okay, also über Kohle. Geht wahrscheinlich schneller, ne? Also Eismeinern, um es zu verkaufen und dann. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der da im Gepäck hat. Oh, okay, Treibstoff. Okay, ja, siehst du, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich dachte, das verkauft man dann irgendwie und macht's. Ja, okay, Treibstoff wird man aber auch verkaufen. Ah, okay. Also setzt sich doch aus mehreren verschiedenen Dingen zusammen. Das war nix. Gucken wir noch in den Cargo-Container. Ja, ist die Information vielleicht nicht so ganz richtig.
Ja, das ist ja ein Nachteil von den dicken Schiffen. Dass die halt nicht so schnell sind, ne? Und wenn man hier so einen Afterburner anschmeißt, dann ist die relativ schnell leer genuckelt. Jetzt einmal noch ein bisschen mit Anlauf. Moin, Gauner CC. Verfolgt ihr euch? So, so. Ja, ich habe vorhin auch ein bisschen geguckt. Stalker. Filter richtig gesetzt habe. Und das kommt aus dieser Wolke hier. Dieses Gelaber meinst du, ne? So, dann fliegen wir mal zurück. Warp-Antrieb aktiv. Ja, ich mache das normalerweise auch für mich nicht so laut, aber so ein paar Geräusche, wie zum Beispiel leere Energiespeicher und so, das ist schon ganz gut, wenn man das mal hört. Weil ich vergesse halt dauernd das Ding hier auszumachen.
Industrie aktiv. So, bin ich mal gespannt, was das gibt. Dann zeige ich noch eben das neue Schiff. So, und eben bin ich mal ganz kurz AFK, mach nochmal die Webcam aus und das Mikro. Bin gleich wieder da, ich hole mir nur was zu trinken. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis erteilt. So, dann wollen wir mal gucken. So, wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier kriegen.
2,7. Dann laden wir noch aus. Gott, oh Gott, oh Gott. Gucken, ob das sauber ist. Jawohl. Und weg damit. Na, den will keiner. Dann kommt er weg. So, was wollten wir machen? Genau, Schiff. Habe ich mir noch mal gegönnt, weil ich so optisch in den Low oder Null mit der Astero, ja, vielleicht. Ich wollte heute nicht so ganz lang machen. Ich weiß gar nicht, wie lange bin ich jetzt. Ah, ein bisschen können wir noch. Die habe ich mir noch mal zusammengebastelt. Ja, genau. Dafür ist er auch geplant. Ich muss mich nur noch mal ein bisschen mit eindiddeln und ich glaube, es ist auch noch nicht alles so ganz rund. Wir können ja mal durchgehen. Erschöpft ist die in 1740, allerdings auch nur, ne, wenn der an wäre. Ansonsten ist die stabil. Macht 630 DPS, davon 513 von den Drohnen. Wie gesagt, da sind die Skills relativ hoch. Aber ich glaube, bei den Raketen und so, da ist noch nicht ganz so doll. Da kann man sicherlich noch ein bisschen aufholen. Zwei von den Drohnen habe ich hier die Vespa und die Valkyrie drin. Also das alles jetzt so ein bisschen für Abyss gefittet. Aber wie gesagt, ich bin damit noch nicht so richtig rumgeflogen. Ich habe noch keine. Ich muss immer erstmal so, was ich mal mache, ich mache mal so Level 1 Missionen und so. Um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das Schiff an, wie läuft das so. Naja, so sieht es aber echt schick aus. Ist echt gut gelungen, auch so, ne, so rein so die Lackierung, die hier jetzt schon drauf ist, finde ich schon ganz interessant. Ja, ich habe mir für meinen allerersten Versuch die hat sogar noch ein Filament drin. Dann habe ich mir die gebastelt. Die hat halt gar keine Waffen an Bord selber.
hält so 12 Minuten durch. Also, ne, ist natürlich immer. Düst ja nicht die ganze Zeit mit dem Afterburner rum. Also die ist eigentlich auch stabil und macht so 219 dpS. Für die kleineren hat das jetzt gereicht, aber ich glaube, für die schwereren Geschichten ist das nicht so doll. Ich habe da noch so ein Dark Filament drin. Naja, aber wie gesagt, da muss ich mich auch noch ein bisschen einspielen, bevor ich das so richtig zeigen kann. So, was können wir machen? Können. Oh, die Hecate, die habe ich glaube ich schon gezeigt, ne? Ich habe so ein bisschen in der letzten Zeit an den Schiffen rumexperimentiert, aber es sind ja vielleicht auch ein paar neue dabei. Zeige ich es nochmal ganz kurz. Die macht echt irgendwie Spaß, weil sie A, schweineschnell ist, sehr wendig und auch verhältnismäßig viel Schaden macht, wenn man in den Scharfschützenmodus geht. Na, dann kommt die auf 644 DPS, im Verteidigungsmodus auf 13.000 EAP. Und im Antriebsmodus, also ein bisschen warten, das tickert noch runter. Jetzt bin ich blind, ich sehe es nicht. Ja, auf jeden Fall ist er enorm, enorm schnell. Ja, gut. Haben wir Schiffe gesehen? Springen wir mal in die Astero und gucken mal, ob wir noch irgendwas finden. Gucken, ob noch irgendwas kaputt ist. Ist da irgendwas drin? So, wie immer, Route 1000. Und los geht's. Ach, kann man gemeinsam in eine Abyss rein? Ich dachte, das geht immer nur alleine und es kann auch keiner hinterher springen und so. Warp-Antrieb aktiv. Okay. Na ja, gut, und dann die 20 Minuten. Ja, könnte man auch mal machen, ne? Mal so ein zusammen mit Ralf Fricks. Und dann das Ganze mal streamen mit dem TS oder so. Kann man mal drüber nachdenken. Warp-Antrieb aktiv. Ja, wie gesagt, wer da Bock drauf hat, für solche Aktionen ist es natürlich dann immer ganz sinnvoll, dass man einen gemeinsamen Chat hat. Da könnt ihr ja in dem In-Game-Chat Diddleman joinen. Oder hier steht ja der Name, wie der Charakter heißt. Einfach E-Mail, Chat aufmachen, was auch immer. Dann kann man mal irgendwas Lustiges zusammen machen.
Warp-Antrieb aktiv. Ja, okay. Ein Wurmloch. Ja, ich habe eine ganze Weile, 3 Jahre oder so gedampft und dann hatte ich leider einen Todesfall und das hat mich dann doch ganz kalt erwischt. Dann habe ich irgendwie so in einer Gruppe gestanden und da hat einer geraucht und zack, habe ich da eine Kippe im Mund gehabt. Und seitdem bin ich wieder dran, aber meine Dampfen liegen ja noch da. Und ich bin gerade auch dabei, wieder so nach und nach umzusteigen. Falls es mir einfach auch besser bekommt, ne? Und du hast direkt aufgehört, also komplett umgestiegen. Warp-Antrieb aktiv. So, ich will jetzt nicht durch. Durchs Wurmloch. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere das noch nicht gesehen. Alles klar, Metal, bis denn. Der ein oder andere das noch nicht gesehen. So sieht ein Wurmloch aus. Und normalerweise schreibt man sich dann hier, macht man sich für den Eingang einen Bookmark und wenn man durchgesprungen ist, für den dortigen Ausgang auch und dann kann man da drin rumfliegen. Aber das ist nicht das, was ich jetzt noch machen will, weil so ganz viel Zeit habe ich heute nicht mehr. Also fliegen wir mal ein System weiter. Aktiv. Aber so sehen die Dinger aus.
Unter den Farben kann der belesene EVE-Veteran erkennen, was das für ein Typ ist vom Wurmloch und so. Und ich kann das noch nicht. Sag ich doch. Der Erfahrene kann das dann sehen. So, hier ist mir den Scanner wieder angemacht. Hier ist nix. Warp-Antrieb aktiv. Nix. Naja, gut, können wir probieren. Warp-Antrieb aktiv. Ja, wer mag, kann ja auch noch auf den Follow-Button klicken und ich glaube, man muss inzwischen keine Signatur, achso, diese Glocke da aktivieren und dann kriegt man auch mit, wenn ein Stream losgeht. Wer es noch nicht gemacht hat. Ist auch ein Wurmloch. Warp-Antrieb aktiv. Echt? Bekommt man dann Spam-Mails? Scheiße, ich habe die heute bei irgendwem geklickt. Okay, nehme alles zurück. Mir war gar nicht bewusst, dass es da Spam-Mails gibt. Weil das muss dann ja direkt von Twitch kommen, ne? Ah, 100 CC, danke für den Follow.
Warp-Antrieb aktiv. Ja, genau, da habe ich vergessen. Da haben wir ein Reliktgebiet. Ups, das war ein bisschen optimistisch. So, das ist ein, ich glaube, da sind NPCs drin, aber werden wir sehen. Warp-Antrieb aktiv. Weil da komme ich mit dem Schiff, glaube ich, nicht gegen an. Ich glaube, irgendwie so und so viel Minuten Zeit hat man.
Das hat sich noch nicht gelohnt. Nicht schlecht. Metal Scraps. So, jetzt noch das Letzte. Naja, hat sich in Summe nicht wirklich gelohnt. Aber immerhin haben wir ein bisschen was gefunden. Ich setze jetzt mal einen Kurs zurück. Warp-Antrieb aktiv. Ah, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen lang unterwegs. Länger als ich wollte, aber wie das so ist. Und dann werde ich gleich erstmal schnell noch Sonden kaufen.
dann haben wir das Problem nicht. Oh, das mal eine Angeste. Warp-Antrieb aktiv. Aktiv. Aber im nächsten Mal können wir mal direkt mit dem Scannen anfangen und dann auch vielleicht mal ein bisschen den Losec. Das Schöne ist ja, dass man mit der Astero mit dem Covered Ops hier getarnt warpen kann. Das heißt, die Zeit zum Aufschalten hier ist ja sehr gering dann. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. So, wollen wir mal gucken, was wir da rausgeholt haben. 466.000, gut, aber war auch nur ein kurzer Trip. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis erteilt.
direkt die Probes noch zu kaufen. So, und dann werden sie gleich auch fein nachgeladen. So, genau, Auftrag erledigt. Beim nächsten Mal scannen wir einfach mal ein bisschen. Fangen halt direkt mit dem Scanning an. Und dann schauen wir mal, wo uns der Weg so hinführt und was wir da erwirtschaften können. Diesmal war es 500.000. Für die kurze Zeit vielleicht nicht ganz schlecht, aber ich denke, man muss auch ein bisschen mehr in Low-Sec oder Null vielleicht und dann mal gucken, was da so rauskommt. Alles klar, ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Followen und so weiter. Und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.